Quelle: Ausstellung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Hamburg. Johann Trollmann, genannt Ruckeli. 1933 deutscher Meister im Halbschwergewicht. Johann Wilhelm Ruckeli Trollmann kam am 27. Dezember 1907 in Wilsche, Kreis Gifhorn zur Welt. Seine Eltern hatten 1901 protestantisch geheiratet und lebten in einer armen Wohngegend in Hannover. Er hatte 8 Geschwister. Der deutsche Sinto Johann Wilhelm Trollmann galt als eines der größten Talente im deutschen Boxsport der 30er Jahre. Bereits 1928 hatte der Mittelgewichtler beste Aussichten auf einen Platz im Olympiateam. Von 19 Kämpfen gewann er 12, davon 4 durch K.O. Doch die nationalsozialistischen Machthaber und ihre Vertreter im Boxsportverband betrieben ab 1933 die in Anführungsstrichen Arisierung des Boxsports. Diese bedeutete das Ende der Karriere Johann Trollmanns. Während der jüdische Halbschwergewichtsweltmeister Erich Seeling nach seinem Ausschluss aus dem Verband Deutscher Faustkämpfer sein Leben durch die Flucht ins Ausland rettete, blieb Johann Trollmann aus familiären Gründen in Deutschland. Der Boxverband ließ ihn fortan nur noch gegen Boxer höherer Gewichtsklassen kämpfen. Zwar gewann er durch taktisches Können und ausgewählte Technik am 9. Juli 1933 den Titelkampf gegen den in Anführungsstrichen arischen Halbschwergewichtler Adolf Witt. Aber erst nach lautstarkem Publikumsprotest wurde Ruckeli, wie der Boxer von Freunden genannt wurde, auch zum Sieger erklärt. 8 Tage später wurde ihm der Titel aberkannt. Sein in Anführungsstrichen tänzelnder, artfremder, Anführungsstriche Ende, Boxstil sei eines Deutschen nicht würdig. Es war Johann Trollmanns letzter großer Sieg. Um die Vorstellungen der Verbandsvertreter zu folgen, trat er am 21. Juli 1933 mit blond gefärbtem Haar und weiß gepuderter Haut gegen Gustav Eder an. Johann Ruckeli Trollmann kämpfte, wie es die Nazis forderten, auf in Anführungsstrichen arische Art und wich den Schlägen nicht aus. In der 5. Runde wurde er blutend K.O. geschlagen. Nach seinem Verbandsausschluss 1935 verdiente er sich seinen Lebensunterhalt auf Jahrmärkten. Der Druck auf ihn nahm weiter zu und er verließ sogar seine Familie. Es wird berichtet, dass er sich von seiner Frau scheiden ließ, damit seine Tochter einen anderen Namen annehmen konnte und nicht der rassischen Verfolgung ausgesetzt wurde. 1938 wurden die in Anführungsstrichen Zigeuner von den NS-Rassenforschern endgültig in Anführungsstrichen als Nicht-Arier eingestuft. Johann Wilhelm Trollmann, genannt Ruckeli, ließ sich sterilisieren, vermutlich weil er hoffte, dadurch der Inhaftierung und weiterer Verfolgung entgehen zu können. Anschließend versteckte er sich manchmal wochenlang und verdingte sich erneut als Boxer auf Jahrmärkten. 1938 wurde er verhaftet und ins Arbeitslager Hannover-Ahlem eingewiesen. 1939 wurde Johann Ruckeli Trollmann zur Wehrmacht eingezogen. Bis November 1941 war er an der Ostfront. Nach einer Verwundung kehrte er nach Deutschland zurück. Im Juni 1942 wurde er im Haus seines Bruders erneut verhaftet. Anfang September wurde er ins KZ Neuengamme bei Hamburg eingeliefert, wo er schwerste Arbeiten verrichten musste. Überlebende Mitgefangene berichteten, dass SS-Männer ein grausames Spiel begannen, als im Lager bekannt wurde, dass er ehemaliger deutscher Boxmeister war. Wenn sie sich langweilten, zogen sie Johann Trollmann Boxhandschuhe an, krempelten ihre Ärmel hoch und forderten ihn auf. Zitat: Los, Zigeuner! Wehr dich! Wer gerade Lust hatte, prügelte auf den erschöpften und ausgemerkelten Mann ein. Damit dieses Spiel möglichst lange dauern konnte,
habe er für jeden erlittenen Knockout eine Extraration Lebensmittel erhalten. Zum Tod von Johann Ruckerli-Treumann gibt es zwei Versionen. Im Totenbuch der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg steht der 9. Februar 1943 und als offizielle Todesursache wurde Kreislaufschwäche, Lungenentzündung angegeben. Oder er starb 1944 im Außenlager der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Wittenberge. Zeitzeugen berichten davon, dass er erschlagen wurde. Zitat aus dem Buch von Hans Fitzlaff, Knockout, das Leben des deutschen Sinti-Boxers Ruckerli-Treumann. Ruckerli an der Birne. Es war einer der meistbeschäftigten Boxer. 1931 boxte er 9-mal, 1932 trug er 19 Kämpfe und 1933, also bis Anfang Mai, bereits 6 Kämpfe aus. Erst 60 Jahre nach seiner Ermordung wurde Johann Ruckerli-Treumann rehabilitiert. Am 17. Dezember 2003 gab der Bund Deutscher Berufsboxer Johann Ruckerli-Treumann posthum seinen Halbschwergewichtsmeistertitel zurück und nahm ihn wieder in die Meisterstatistik auf. Den Angehörigen Treumanns wurde symbolisch der Gürtel des deutschen Meisters überreicht.